Numismatiker, liebe Zuschauer, haben ein besonders interessantes Hobby. Immerhin vermittelt die Geschichte des Geldes auch wesentliche Einblicke in geschichtliche Prozesse. Für die Mitglieder der Fachgruppe Numismatik im Schweter Kulturbund ist es selbstverständlich, Ergebnisse ihrer Arbeit auch an anderen Orten vorzustellen. So wie am Wochenende in Angermünde. Die Kirche des ehemaligen Franziskanerklosters in Angermünde war am Wochenende Schauplatz der Numis Uckermark II. Die Fachgruppe Numismatik des Schweter Kulturbundes, der Heimatverein Angermünde und der Nationalpark Unteres Odertal präsentierten eine Münz- und Banknotenausstellung. Gezeigt wurde Notgeld aus den 20er Jahren aus Angermünde, Schwedt und dem heutigen Heuna, Groschen aus Angermünde und Brandenburg. Es wurde über die Mark als Währungsgebiet sowie über Falschgeld und Fehlprägungen informiert. Daneben gab es verschiedene Medaillen zu sehen, aber auch Zloty-Gedenkmünzen und Münzen aus Lettland. Im Mittelpunkt stand jedoch die Präsentation des Goldschatzfundes von Biesenbroh vom Ende des 19. Jahrhunderts. Es geht darum, dass vor rund 150 Jahren in der Feldmark von Biesenbroh etwa 150 bis 250, man kann es heute nicht mehr ganz genau sagen, byzantinische Goldsolidi gefunden wurden, also eine Münze von circa 4,5 Gramm Feingold. Diese Münzen sind bis 1885 etwa entdeckt worden, aber leider, weil sich niemand in der richtigen gebührenden Form damals dafür interessierte, eingeschmolzen worden. Was Sie hier sehen, das ist der Versuch einer Rekonstruktion. Speziell zur Ausstellung hatten die Schweter Numismatiker eine Medaille prägen lassen, die einerseits an den Goldschatzfund von Biesenbroh erinnert, andererseits aber auch auf den 10. Jahrestag des Nationalparks Unteres Odertal Bezug nimmt. Wir haben für diese Ausstellung Tiermotive genommen, um Medaillen vorzubereiten. Und wir wollen im Nationalpark die Tiere unserer Umgebung jetzt darstellen und auch Medaillen verewigen. Es sind bis jetzt 4 Medaillen mit Tiermotiven herausgegeben worden. Die Rückseite der Medaille zeigt den großen Abendsegler, eine Fledermausart, die im Nationalpark zu beobachten ist. Damit wird die Reihe von Medaillen mit Tiermotiven des Großschutzgebietes fortgesetzt.